Herzlich willkommen zurück zu Alien, Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Tom und haben wir im letzten Part angehört. Ich komme mir irgendwie komme ich mir so groß vor. Also ich kann mich auch irren. So, weiter geht's. Wir müssen immer noch Samuel suchen. Im letzten Part wurden wir ja angegriffen von so einem Blechidioten. Ich denke mal, das nimmt auch erstmal kein Ende. Oh oh. Oh, nö. Ich hab so keinen Bock auf diese Viecher, ne? Syntheten, ich hasse sie. Bitte warten. Oh Gott. Alter. Ja, du bist ein Unfall. Was? So. Idiot. Alter, steht er da vor der Tür? Ich hab mir sowas gedacht, dass er da vor der Tür steht und dann. Voll Schock, ey. Hast du was? Du hast nicht mal was für mich. Der erste Schuss, der hätte doch. Egal. Okay, also werden noch mehr von diesen Dingern aufstehen? Juhey, ich freue mich. Ich sollte mich auch nicht von der Kamera sehen lassen. Aber da können wir ja einen Schlag an den Hals geben und dann hat sich das auch erledigt. Oh. Was haben wir hier? Leuchtfackel? Na komm her. Ich bratzel dir ein. Komm. Ah. Genau, das ist ein gänzlich unbefugter Zeitpunkt für dich hier aufzutauchen. Ey, gut, dass Gevatter Alien hier nicht rumläuft, ne? Sonst wäre das keine Option für mich, hier so krass rumzuballern. Wollen Sie mehr über Sevastopol Sicherheitsvorschriften erfahren? Nee, du kannst gleich mal meine Sicherheit. Oh, wie viele kommen denn da noch? Hallo? Zzz. Aua. Drecksack. Komm. Hier, nimm das. Und dann, ja. Der knallt richtig, sag ich dir. Die Pumpgun ist echt gut. Und dann haben die noch nicht mal was für mich. Ich bin enttäuscht. Pff. Was soll ich dazu sagen? So. Ja. Kamera deaktiviert. Ich hoffe, damit sind auch weitere Kameras ausgeschaltet, die mir eventuell im Weg sein könnten. Den kann ich auch mal nachladen. Von euch nicht mehr so viel. Hi. Ich habe das Kamerafeed ausgeschalten. Der zuckt, der will, aber er kann nicht. Hätte ich das Kamerafeed ausschalten können, wetten? Ich zerklopp die immer, also. Geht auch so. Ich mach's trotzdem. Dann können wir eine Heilungsspritze bauen, ne? Aber ich brauche mich eigentlich. Eigentlich brauche ich mich noch nicht heilen. Uns geht's ja gut. Noch. Scheiße, den. Ich könnte natürlich auch EMP, ne? Also ich muss. Muss gucken, was halt besser ist, ne? Was, was, was? Hast mich gar nicht gesehen, geh weg. Na. Ach, das ist eine gepanzerte. Und hier kann man das Feed nicht ausschalten. Super. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn ich da jetzt reingehe. Ich meine, ja, die Kamera macht wahrscheinlich Terz. Und vielleicht stehen die Affen hier auf dann. Oder es kommen neue. Hier kann ich das Kamerafeed. So,
merkwürdige Position dafür. So. Die ist aus. Sehr gut. So. Zugriff gewährt. Tür öffnen. Öffnen. Ist das Samuel? Samuel? Ripley, gut, dass Sie es in einem Stück geschafft haben. Apollos Sicherheitsperimeter wurde so eingerichtet, dass nur Sixen-Synthesen auf ihn zugreifen können. Hören ja. Sie mir zu. Ich werde etwas Drastisches unternehmen müssen, wenn wir Apollo wieder verbinden wollen. Ja, schieß los. Soll ich jetzt weitergehen? Oh. Ethanol. So ein Molly muss bestimmt auch richtig cool sein, wenn man den wirft, ne? Weil das knallt und ist schön warm. Jetzt nicht auf Leute, aber einfach mal so auf so einem Gelände, wo nicht gleich die ganze Fläche abfackelt. Das wäre mal interessant. Einfach mal, um das nur mal zu sehen. Ich werde die Neuformatierungskammer benutzen. Das ist der einzige Weg. Ich musste Strom aus dem Bereich umleiten, damit ich das versuchen kann. Ja, sehe ich. Hier ist nämlich alles blanko. Hier geht gar nichts mehr. Guck mal, hier können wir auch gleich speichern. Dann machen wir das auch. Alles klar. Können wir jetzt zu Samuel? Geht's jetzt hier los? Tatsache, Jung. Samuels, das ist zu gefährlich. Ja, viel zu gefährlich. Wünschen Sie mir Glück. Samuels, nein! Was macht er denn da? Du kannst dich doch nicht... Warnung, Apollo-Verbindung eingeleitet. Apollo-Infizierung wurde beseitigt. Die Kreatur ist nicht mehr an Bord. Die Station ist sicher. Erbitte Aufhebung aller Gefahreneindämmungsmaßnahmen. Warnung, unbefugte Verbindung. Ripley, Apollo weist mich zurück. Das könnte zum Problem werden. Samuels? Apollo versucht, mich vom Verbinden abzuhalten. Oh nein! Amanda! Sie müssen das System manuell abschalten! Bitte! Ja. Scheiße! Samuels, ich werde es versuchen! Halt! Sie müssen es in der richtigen Reihenfolge tun, oder es entsteht eine Kaskade, die tödlich für mich ist! Ich greife auf die Sixen-Schaltpläne zu. Lösen Sie das rote Kabel zuerst! Okay, zuerst rot! Menschliches Personal. Okay, das muss rot sein. Rot erledigt. Als nächstes brauchen wir ein blaues Kabel. Können Sie es sehen? Da. Ich weiß nicht, warum meine Taschenlampe nicht funktioniert. Soll mich das Spiel hier trollen oder? Fies. Dann das hier. Was anderes geht da nicht. Es ist tot. Gefunden! Nur noch zwei, Ripley. Suchen Sie nach einer geöffneten Bodenplatte neben einem deaktivierten Androiden. Bodenplatte. Da. Das hier. Alles klar, ich hab's. Das kriegen wir doch hin. Dann wird doch gelacht. Jetzt nur noch eins, Ripley. Ja, das ist das hier.
Das habe ich noch nicht ein einziges Mal angefasst. Ich hoffe doch. Oh, geschafft. Puh. Alles klar, Samuel? Das darf doch nicht wahr sein. Und nun? Ricardo, wenn Sie da sind, nehmen Sie ab. Ich bin hier, tut mir leid. Samuels hat es nicht geschafft. Verdammt! Er hat den Apollo-Transit für mich geöffnet. Ich werde direkt dorthin gehen und Apollo beauftragen, die Abregelung aufzuheben. Ja, aber erstmal speichern. Was ist das aufregend, ey. Was soll ich da großartig zu sagen? Der gute Samuels. Hat sich geopfert. Weil er uns helfen wollte. Sneake ich mich vorbei. Ich werde in Ihrem Namen Apollo informieren. Ja, mach mal. Wie er die Arme verschränkt. Trottel. So, bloß weg hier. Ja, ich gehe richtig. Ja, ich benutze doch mal die Kompassfähigkeit hier in unserem kleinen Radar. Warum auch nicht? Die Kreatur ist nicht mehr an Bord. Ich weiß, dass ich ein Part hatte, der stumm war. Ich habe hier gerade was gefunden, eine Tonaufnahme. Das müssen Sie sich anhören. Spielen Sie sie ab, Ricardo. Sie sind Marlow, oder? Ja. Ich bin Taylor, Sektorleiterin Wayland Yutani. Oh, eins von den hohen Tieren, hm? Nicht einfach irgendein Mädel mit Trennungstrauma? Halten Sie Ripley hier raus. Sie will nur endlich mit der Sache abschließen. Ich kümmere mich um Wayland-Yutani-Angelegenheiten. Und ich kümmere mich darum, aus dieser verdammten Zelle zu kommen. Vielleicht können wir einen Tausch machen. Vielleicht. Dieses Gespräch wird aufgezeichnet. Das ist Ihnen klar? Habe ich gesehen. Das rote Licht blinkt. Ich brauche Daten. Die Koordinaten des Planetoiden, auf dem Sie das Wrack gefunden haben. Alles, was Sie bezüglich des Ursprungs des Organismus haben. Die kann ich Ihnen geben. Und einen Weg runter von dieser Station. Sie müssen mich nur hier rauslassen. Dem kann ich möglicherweise zustimmen. Was zum Teufel? Taylor, lassen Sie mich aus dieser Zelle raus, sofort! Lassen Sie mich raus! Okay. Ich hab's gehört. Muss ich jetzt hier hin? Wo muss ich denn hin? Schön, dass mir das wieder einer sagt. Ist der böse? Ich weiß nicht. Man kann den Dingern ja nicht trauen. Hallo. okay, gut. Ja, wo muss ich denn hin? Sag nicht, ich bin hier falsch. Okay, fahren wir mal wieder hoch. Aufzug nach unten zur Androideneinweisung. Kann ich schon die Karte wechseln? Nö, hier ist gänzlich falsch, habe ich das Gefühl.
ich einfach kein Signal mehr habe. Na gut, dann fahre ich jetzt einfach mit dem Transit und hoffe, dass ich dann irgendwie wieder auf dem Kurs bin. Das ist natürlich doof. Wir verlieren hier einen nach dem anderen, ey. Dabei ist das ja nur so eine blöde Mission, um den Flugschreiber zu kriegen, der eigentlich nicht mehr beschrieben war. Warum auch immer. Kann ich mir das hier nicht angucken? Sevastopol Transitsystem. Ja, wo bin ich denn? Ey, was ist das für ein Sound, ey? Bitte lassen Sie Gepäck oder Ausrüstung nicht unbeaufsichtigt. Nee, das tue ich schon nicht. Ach ja, hier waren die Idioten hier. Haben die mich da angegriffen? So, da ist die Bahn. Genau, Apollo-Kern, da sollen wir hin. Wir sollen ja mit Apollo sprechen. Gucken, ob wir irgendwie Informationen bekommen. Grund des Flugschreibers oder Grund der aktuellen Situation. Man könnte ja auch die ganzen Androide benutzen, um dieses Vieh, dieses Alien, den Xenomorph, von dem Flugzeug runterzukriegen. Aber irgendwie wollen sie nicht. Auch die ganzen Menschen. Man könnte doch so hart zusammenarbeiten. Aber nein. Das machen wir nicht. Feindlich gesinnt. Gleich schießen auf die Leute. Wir schießen ist sowieso nicht gut. Sie sind auf dem Stockwerk über dem Apollo-Kern. Dieser gesamte Bereich enthält Apollos Stützsysteme und KI. Der Kern ist in der Mitte. Apollo hat Samuels davon abgehalten, die Abriegelung ferngesteuert aufzuheben. Aber sobald sie drin sind, wird Apollo dank Samuels zumindest mit ihnen sprechen. Ja, das ist das Mindeste. Endlich ist die Tür hier auch offen. Die ist ja auch ewig verschlossen gewesen. Ich bin zu Apollo gekommen, um herauszufinden, warum die Syntheten verrückt spielen. Die Situation hier ist außer Hand geraten. Apollo hat die Kernverpflichtungen der Androiden umverteilt. Sie haben sich von den Wartungsarbeiten abgewandt, die wir nach Erhalt der Nachricht angefordert hatten. Hier ist überall Kühlmittel. Gas ist auch entwichen und der Hauptzugangsfahrstuhl hat sich abgeschaltet. Ich habe eine Anfrage auf Unterstützung gestellt, aber anscheinend stehe ich an 45. Stelle. Die Systeme sind auf einmal von Gefahreneindämmung besessen. Ich muss einen Weg nach unten finden. Spedding Ende. Ja, dann gehe ich doch durch die Mitte. Schusswaffen registriert. Das ist doch wohl ein Scherz. Legen Sie Waffen auf dem Sicherheitsförderband ab. Oh, echt? Na. Nun gut. Apollo bedanken sich. Jede Wette. Da gehen sie dahin. Nein! Ja, gut. Was haben wir denn noch? Zugangsfahrstuhl zum Apollo-Kern offline. Primäre Apollo-Systeme gesperrt. Ricardo, der Zugang ist blockiert. Die Schaubilder von der Sevastopol-Verkaufsvorführung sollten hier irgendwo sein. Suchen Sie nach einer Hintertür. Was für eine Hintertür? Hintertür? Krieg ich meine Waffen wieder? Ja, die kann ich nicht öffnen. Hier liegt noch irgendwas. Bin ich blind?
Ach, guck mal an hier. Okay, mal sehen. Da ist ein Energieleiter, der an den Apollo-Kern anknüpft. Den kann ich nutzen. Passen Sie da durch? Elektronik abschalten, tief durchatmen, zusammendrücken, Kinderspiel. Wenn Sie stecken bleiben, komme ich da nicht hoch, um Sie rauszuholen. 4930. 4930. Ah. Jetzt soll ich durch deinen Wartungsschacht. Ich habe einen Strom für eine Leiter anzukuscheln, könnte wehtun, oder? Ich muss ihn zuerst abschalten. Eieiei. Also das wäre ja nichts für mich. So enge Gänge und Schächte, so ganz eng. Irgendwo reinkrabbeln oder so. Gut, ich habe es noch nie gemacht und ich weiß auch nicht, ob mir das so zusagen würde, aber ich weiß nicht. Jetzt schauen wir mal, Ripley macht das schon. Alles fehlerhaft hier. Oh, da lag noch was. Was haben wir da? Was haben wir da? Ein Sensor. Was kann ich denn? Aktuell nichts. Sag nicht, das Alien läuft hier rum. Sicherheitsgenerator. Ja, gut. Das klingt ja schon mal gut. So. Das ist eigentlich auch nicht schwer. Man muss nur bloß ein bisschen zusehen und... Oh, ich habe Administratorrechte. Nice. Nicht gut. Das soll ich wahrscheinlich noch nicht tun. Oh, das klingt wieder so nach Alien-Musik. Ja, komm ich nicht durch. Des Todes sind wieder aktiv. Also denn doch lieber die Syntheten. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Alien oder Syntheten? Vor allen Dingen, ich habe nicht mehr den Flammenwerfer mehr. Das ist nicht schön. Des unteren Wohnbereiches beordert habe, hat plötzlich angehalten. Sie haben irgendwas von Gefahreneindämmungsbefehlen gefaselt, haben versucht, in die Kontrollkabine einzudringen und sind dann einfach abgehauen. Ich weiß, dass ihr ständig Beschwerde über diese unheimlichen Die Turbine läuft heiß, Ricardo, auf vollen Touren. Da müsste irgendwo eine Notabschaltung der Laser. Aber sie wird nicht ewig abgeschaltet bleiben. Sie müssen schnell da rein. Okay, das habe ich jetzt erledigt. So, hier nur so ein unwichtiger Raum. Und nu? Sieht so aus nach geradezu. Nee, Speichern brauche ich nicht. Sag nicht, ich muss beide zeitgleich hier aktivieren. Nee, ist doch schon. Guck mal, da lief gerade ein Synthet, kann das sein?
Ach nö, Syntheten in Gummianzug, da bringt der Elektroschocker auch nichts. Also ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr lieber hättet als Gegner. Also. Der Weg sollte jetzt frei sein. Beeilen Sie sich, wenn Apollo-Systeme überhitzen, werden Sie neu starten. Okay. Dann geben wir mal Gas. Oh, schnell, schnell, schnell. Ja, das sind ja großzügige Wege hier. Das wird knapp. Viel Glück. Ripley, Sie gehen immer tiefer in Apollo und Ihr Funksignal wird schwächer. Die Verbindung wird bald abbrechen. Super. Drücken Sie mir einfach die Daumen, okay? Da unten werden so einige Hibis auf Sie warten, Rip. Könnte gefährlich werden. Samuels hat sich geopfert, damit ich es hierher schaffe. Ich muss es versuchen. Ich fand ihn schon immer recht nett für einen Syntheten. Ich auch. Ja, nicht alle Syntheten sind so fiese Mopeds wie diese hier. Oh, da falle ich ja gleich direkt runter, ne? Keine Waffen, kein gar nichts. Aber erstmal speichern und rechtzeitig den Part beenden. Ich sehe nämlich, wir haben wieder die Endzeit des Parts erreicht. Aber ich kann auf jeden Fall. Der Haupteingang ist versperrt. Irgendeine Idee, was ich jetzt machen soll? Ich kann sie nicht hören, Ripley. Ihr Signal ist zu schwach. Ricardo? Verdammt. Oh. Falls Sie mich hören können, finden Sie einen anderen Weg, um Kontakt herzustellen. Etwas stimmt nicht mit meinem Hörer. Okay, zack. Oh, ein Medikit. Wir haben ja noch so viel Material zum Basteln. Ja, Elektroschocker habe ich nur zwei nochmal, aber das bringt ja nichts. Ich weiß nicht, ob die EMP-Mine was bringt. Blendys habe ich auch noch. Die sehen ganz cool aus, die Sachen, die sie hier zusammen bastelt, ne? So ein schöner Mod. Ich könnte mich auch betrinken, anstatt den wegzuwerfen. Könnte man eigentlich auch als Lichtquelle benutzen, ne? Ja, das sind coole Spielereien. Aber auf jeden Fall, ich hoffe, ihr seid im nächsten Part wieder dabei, wenn wir hier versuchen, gefahrlos zu Apollo zu kommen. Dann sage ich erstmal danke fürs Einschalten, Freunde, und dann sehen wir uns später wieder zu Alien. Ich hoffe doch. Einen schicken Abend euch und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.